Ja, wie ihr seht, ist es noch ganz schön früh am Tag heute und trotz alledem sind schon einige Leute auf den Beinen bzw. auf den zwei Rädern unterwegs. Es ist mal wieder die Sonnenaufgangsfahrt von den Rhönbikern und ich habe es endlich mal wieder gepackt, hier mitzufahren. Ziel ist noch Überraschung. Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge und wie gesagt, heute mal wieder auf dem Weg zur oder auf der Sonnenaufgangsfahrt von den Rhönbikern. Ich hoffe mal, die Linse beschlägt nicht, weil jetzt ja noch ein bisschen hier Nebel unterwegs ist. Ziel ist noch nicht bekannt. Mal gucken, wo es hingeht dieses Mal. Ich bin ja schon einmal mitgefahren, weiß jetzt gar nicht, wann das war. Da ging es hoch auf den Wachtpübbel, um dann den Sonnenaufgang zu gucken. Dann gibt es normalerweise immer noch mal ein bisschen eine kleine Ausfahrt, die dann irgendwo endet, wo gefrühstückt wird. Ja, ich denke mal, ich waffel auch nicht weiter rum. Wir rollen hier einfach mal. Ich habe keine Ahnung, wie viel man jetzt da wirklich um die Uhrzeit auf den GoPros noch sieht. Ich habe so ein bisschen entsprechend eingestellt, dass sie hoffentlich ein bisschen mehr Licht mitnehmen. Schauen wir mal. Das Geheimnis ist gelüftet. Es ging
zur Kapelle in Mittelaschenbach oder oberhalb von Mittelaschenbach. Oder wie Martin Schneider sagen würde, Mittelaschenbach. Da waren wir schon mal gewesen. Von den Bikerfreunden Osthessen hat hier mal die Sonnenwende-Ausfahrt stattgefunden. Und ihr seht schon hier drüben, da warten wir jetzt drauf, dass die Sonne aufgeht. Und in der Zeit wird hier ein bisschen Käppchen geschlürft, ein bisschen Benzin gesprochen sozusagen. Ja, schicke Sache, würde ich mal wieder sagen. Situation.
Another ball, another chain. The answer lies in the equation. But the question here is, will you lose or gain? Do I wanna know why? Really wanna know. Schäferei Beckenbach war ich auch noch nicht gewesen. Man lernt doch immer was Neues, wenn man hier mitfährt. Und hier gibt es jetzt dann erstmal Frühstück. Eier werden gerade gebraten, hat es gehiesen. Ja, und dann gibt es hier noch ein lecker Frühstückchen. War heute gut besucht. Ich glaube, 28 Motorräder haben sich angemeldet gehabt heute. Schönes Rundchen gefahren eben noch. Die Bilder habt ihr ja wahrscheinlich gesehen. Ja, und ich werde mir jetzt da auch noch ein schönes Frühstück reinpfeifen und dann geht es irgendwann wieder auf den Heimweg und das noch sozusagen bevor die meisten heute aufstehen, würde ich mal sagen. Tja.
time is standing still. When you lift your suitcase, turn around and say bye. Dann auch gewesen mit der Sonnenaufgangsfahrt von den Rhön-Bikern 2021. Wieder eine schöne Aktion, würde ich mal sagen. Schöne Locations rausgesucht. Das Kapellchen da bei Mittelaschenbach kommt ja immer wieder gut. Und wie wir jetzt gesehen haben, sowohl für Sonnenaufgang als auch für Sonnenuntergang. Also passt beides. Die Location hier fürs Essen war auch echt interessant. Wenig unerwartet, würde ich sagen, hatte es natürlich viel mit Lammfleisch zu tun dort und den Schafsgeschichten, aber auch eine leckere Sache. Ist wahrscheinlich nicht jedermanns Sachen, aber trotzdem zu empfehlen, würde ich mal sagen, und halt eine echt urige Location. Jetzt da sind wir hier gerade noch wieder auf dem Rückweg. Es geht noch über ein paar Kürfchen, habe ich so mitbekommen, wieder zurück Richtung Fulda grob, und dann lassen wir das Ganze hier ausklingen. Ich genieße jetzt auch noch ein paar Kürfchen, und ja, damit soll es das dann wieder gewesen sein für diese Woche. Mir bleibt wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß, und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal und tschüss.